Hallo Leute, willkommen zu diesem Tutorial, wie man so eine Rolltreppe baut. Ja, ganz genau so, eine Rolltreppe mit Wasser. Ist ganz leicht. Oh mein Gott, ist eine Rolltreppe. Und sie geht auch noch nach unten, diese Rolltreppe. Einfach gut. Und ja, könnt ihr verwenden. Sehr geil, finde ich. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie man das baut. Und dazu zeige ich auch noch euch, wie man so eine Wendel-Rolltreppe baut. So. Und hier kann man auch einfach ganz easy hoch. Genau. Und das werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen und auch erklären, warum es so funktioniert. Und ja, ich würde sagen, starten wir gleich mal rein. Beginnen wir mit der normalen, erstmal nach oben, normale Rolltreppe. Kennt wahrscheinlich jeder. Wir platzieren hier 3 Blöcke, so, dann platzieren wir hier oben noch so Blöckchen, sehr schön, und ja, das bauen wir jetzt mal ein bisschen höher hier, so. Nächstes halten wir die ersten 3 frei, hier kommt dann noch hinten ein Block dran, hier dann erst der Slab und ja, dann mit Slabs einfach hochbauen, so. Hier können wir auch noch weiter bauen. So. Sehr schön. Hier unten können wir sowas hinbauen. Das sieht man eh nicht. Und ja, sehr schön. Schaut schon sehr gut aus. So, hier mache ich auch noch ein paar Blöckchen. Ich mache so. Nee, das ist hier etwas zu hoch. So, das könnt ihr einmal nachbauen hier. So, ich glaube, das ist jetzt echt nicht doch so schwer nachzubauen. Und ja, als nächstes bauen wir hier noch weiter mit Slabs. Also wie hoch ihr halt die Rolltreppe haben wollt, so viel baut ihr. Und ja, hier mache ich hier auch ein bisschen Erdechen. So, und hier auch noch etwas Erde. So. Sehr schön. Als nächstes platzieren wir auf egal welcher Seite einfach ein Schild. Dann platzieren wir Wasser. Das Wasser fließt jetzt hier. Ihr denkt euch, hä, was soll das sein? Als nächstes, hier müssen noch mal Blöckchen, platziert ihr hier ober dem Wasser, was gerade fließt, ein Schild. Und dann an diesem Block nochmal Wasser. Das machen wir jetzt wieder. Dort, wo das Wasser fließt, da ober ein Schild und auf dem Block hier, nicht auf den hier unten, sondern auf den hier platzieren wir das Wasser. Ihr fragt euch, hä, warum? Ganz einfach. Wenn wir hier jetzt unsere Erde haben, oder beliebiger Block, ein Slab, so, hier ein Schild haben, dann geht das Wasser mal nicht in die Richtung. Wir werden vom Wasser hochgepusht auf den Slab. Das Prinzip können wir hier nutzen. So, ganz leicht. Genau. Das müsste bis dorthin oben jetzt auch schon mal gelingen. Ganz einfach sind wir schon mal auf den Slab. Gut, aber wir wollen es noch weiter haben. Deswegen hier wieder ober dem Wasser was rinnt, ein Schild. Und hier daneben Wasser. Sehr schön. Und wir wären hier angekommen. Auf unser Haus oder was auch immer. Wenn ihr ein Kaufhaus macht, auch dort auf der richtigen Etage oder wo auch immer. Gut. Machen wir das jetzt auch nach unten. Das ist eigentlich auch ganz leicht. Dazu müssen wir hier wieder unsere Blöcke platzieren. So, ich mach's ja so. Gut, ich mach's so, glaube ich. Keine Ahnung. Irgendwie so halt. Ja, ich mache so die Blöcke, passt schon. Könnt euch so machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt auch die Slabs platzieren. So. So. Gut. Hier auch noch Slabs. So. Hier. Und hier. Dann fehlt hier noch ein Slab. Sehr schön. Und ja, hier wieder die 3 Blöcke. Und hier hinten ein Schild dran. Und ja, wir können eigentlich auch früher enden, aber
Person wirft mal so. So, hier kann ich auch noch ein paar Blöckchen platzieren. Die schweben halt, aber egal. Können wir sie auch abbauen. So, als nächstes. Das Wasser kommt jetzt von hier. Sehr gut. Wir müssen das jetzt einfach alles nur mal von unten machen. Das heißt, wir platzieren hier das Wasser und es fließt nach unten. Ja, ich glaube so. Dann hier ein Schild. Und hier das Wasser. Genau. Dann wieder hier ein Schild. Und hier das Wasser. Nein. Falsche Seite. Gut. Und das Wasser kommt natürlich hierhin. So. Ja, genau. Das kann man so auch nach unten bauen. Und wie ihr seht, kommen wir auch ganz easy nach unten. Mit wie eine Rolltreppe. Und ja, nach oben geht auch. So eben. Und ja, man ertrinkt nicht einmal. Also ich könnte jetzt auch in den Überleben gehen. Und ja, ich würde nicht ertrinken. Hier im Überleben würde ich auch nicht ertrinken. Also es ist auch überlebenfreundlich. Hier diese Rolltreppe. Und ja. So, gehen wir wieder in den Kreativ. Sehr schön. So. Und ja. Das könnt ihr auch so verbinden hier. Also ihr platziert einfach das hier, geht dann hier weiter. Da oben wäre da ein Schild. Und ja. Und hier hin. Somit könnt ihr das verbinden. Somit könnt ihr auch eine Wasserrutsche machen dann. Was auch immer. Eine Rolltreppe rauf zur Wasserrutsche. Damit eine Wasserrutsche runter. So, kommen wir jetzt zu dieser Wendeltreppe. Zu der hier, Wendelrolltreppe. Die bauen wir jetzt auch nochmal nach, damit ihr seht, wie das geht. So, drei Blöcke hier. Hier drei Blöcke. Hier nochmal ein Blockchen. Hinten das Schild. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Also, hier kommt dann unser erster Slab. Hier und hier kommt ein Slab. Hier werden wir dann hochgeboostet. Hier und ja, sehr schön. Hier in der Mitte platzieren wir dann mal unsere Blöcke. So, hier geht es dann weiter. So, hier dann auch noch ein paar Blöcke. Hier so, also ein paar Slabs halt. Sehr schön. Ich würde sagen, die Höhe reicht für mich mal. Höher möchte ich nicht bauen. Ihr könnt das noch so hoch bauen, wie ihr wollt halt. Und ja, ich würde sagen, ziehen wir mal hier die Wand hoch. So, ich mache die Wand hier überall bis hier. Sehr schön. Hier auch nochmal hoch. Sehr gut, so. Hier auch nochmal Wand. Hier auch nochmal Wand. Hier mal Wand, hier auch noch, so, sehr schön, ja, das könnt ihr im Überleben auch nachbauen, zum Beispiel, keine Ahnung, in ein Kaufhaus auch oder in ein Hotel, was ihr baut oder wo auch immer ihr wollt, so, und hier noch die letzten Blöcke, sehr schön, hier kommt dann auch noch ein Block, glaube ich, so, als nächstes, hier das Wasser. Sehr, sehr gut. Hier kommt unser Schild und hier kommt unser Wasser. Hier werden wir schon mal geboostert. Okay, unser nächstes Schild ist hier. Und das nächste Wasser ist hier. Perfekt. Hier ist unser nächstes Schild. Und hier ist das nächste Schild. Und hier wieder mit dem Wasser nach oben. So. Und hier wieder das Schild hin. Und das Wasser her. Sehr gut. Also, hier machen wir mal einen Block hin. Ja, ich würde sagen, hier könnt ihr dann so noch ein Slab hin platzieren. So könnt ihr machen, zum Beispiel.
Und ja, dann habt ihr hier also euer Zuhause oder keine Ahnung, ist mir egal. Könnt ihr alles machen, ihr könnt das nochmal deine Höhe bauen und ja. Ich würde sagen, das würde auch funktionieren, können wir gleich mal testen. Wir gehen hierher und genau, es funktioniert. Wir drehen uns halt nicht mit dem Wasser, wir können uns selber einfach drehen. Sonst drehen wir uns einfach nicht mit. Zum Beispiel, also wenn wir jetzt hier starten, dort lang bauen. Und dann, wenn unser Haus wieder hier ist, dann ist das eigentlich recht gut, weil da muss man sich auch nicht drehen, dann kommt man eh wieder gerade an. Also wir gehen jetzt einfach mal hoch. Hier schwimmen wir halt rückwärts oder werden rückwärts getrieben. Und ja, hier sind wir wieder gerade bei unserem Haus. Und ja, warum das so funktioniert, habe ich auch schon einmal erklärt. Hier kommen dann die drei Blöckerchen. Gut, hier noch das Schild. Und hier das Wasser. Und wenn wir hier jetzt ein Slapping platzieren, werden einfach rüber geboostet. Und das können wir dann auch nutzen, wenn wir auch bei einer Wendeltreppe das machen. Also wir können auch das so nutzen, dass wir hier noch einen dazu tun. Und dass es hier dann noch weiter geht. Um die Ecke geht das auch. Ja, weil wenn wir hier dann nach vorn geboostet werden, sind wir hier. Und von hier platzieren wir das Wasser und deswegen fließt es in die andere Richtung und ja, deswegen funktioniert das dann so. Sehr schön. Ja, und ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen oben da lassen und ja, ihr könnt dann auf meinen Kanal schauen und wenn auch mehrere Videos von mir gefallen, könnt ihr noch gerne abonnieren und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Hoffentlich habt ihr was gelernt und ja, ich würde sagen, ciao, Leute.